Inzwischen ist es dunkel geworden, aber ich bin immer noch nicht fertig mit Pflanzen begießen. Mache ich gerade hier weiter. Hier habe ich auch schon überall, da hinten, den hinteren Garten habe ich gemacht. Jo, meine Lieben, hier muss ich leider wieder ein Voice-Over drauflegen, weil meine Jungs wirklich da so laut sind im Hintergrund und ich keine Ahnung habe, was sie da alles für Kram erzählen, habe ich mir gedacht, ich mache lieber die Stimme weg. Naja, kommen da irgendwelche Schimpfwörter oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Da ist ein sehr kurzes Röckchen zu sehen. Ich hoffe, dass man nicht mehr sieht, als man sehen sollte. Ich habe versucht, das alles vorsichtig zu machen. Ja, nein, aber was soll's. Ich wollte mir jetzt nichts Langes anziehen, weil das wird alles nass und muss ja nicht sein. Das ist halt Summertime und Urlaubszeit. Da darf man, glaube ich, auch mal ein bisschen kürzer sein. Genau. Was ich jetzt mache, ist quasi so die letzten Reste noch, nämlich den Platz, wo wir immer sitzen, den muss ich auch jeden Tag einmal abspülen. Da es jetzt aber geregnet hat, war ich in der letzten Zeit ein bisschen faul, die letzten zwei Tage, und habe mir gedacht, ich mache gar nichts. Und dementsprechend ist das alles natürlich auch nicht mehr so lecker da. Das heißt, ich muss ordentlich spülen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, auch die Sessel zu machen. Also habe die Bezüge da abgemacht und werde die Sessel alle einmal durchwaschen. Das machen wir aber eigentlich sowieso immer einmal in der Woche, weil wenn da irgendwelche Essensreste oder sonst was an den Sesseln kleben, kommen die Ameisen wie die Fliegen und Maden an den Speck. Deswegen muss das eigentlich immer mal durchgespült werden. Ich hasse dieses lange Wasserrohr. Ich wünschte, da würde es eine andere Möglichkeit geben, aber im Moment leider nicht. Deswegen bitte nicht bücken, nicht bücken, nicht bücken. Nein, ganz vorsichtig, sonst muss ich verpixeln. Genau. Aber deswegen, der Schlauch hängt da hinten und dann muss ich ihn immer überall langziehen. Aber egal, kriege ich schon hin, kein Problem. Ja, da bin ich jetzt fast so weit, dass ich den ganzen Salat sozusagen in eine Richtung spüle. Erstmal mache ich immer alles nass. Ich bin da jetzt noch kein Profi. Mein Mann und unser Gärtner, oh, die machen das perfekt. Ich weiß gar nicht, wie nicht Bückenmädchen. Ich weiß gar nicht, wie die das immer machen. Also ich habe da meine großen Schwierigkeiten mit, aber ja, irgendwie klappt das dann schon. Und wenn tatsächlich noch mal irgendwie irgendwas liegt am nächsten Morgen, weil das Wasser fließt zum Glück automatisch immer in die Richtung da zur Treppe, dann, wenn dann noch irgendwelche Reste sind, dann mache ich das weg. Ja, nun habe ich irgendwas erzählt und weiß jetzt auch nicht was, aber das ist auch wurscht, weil besser ist, wenn ihr da nicht so viel Kram hört. Die Jungs, die sind da so am Lachen und ich höre ja nichts mit meinen doofen Ohren, deswegen besser ist, ich, ich mache aus. Entschuldigt bitte. Ja, was ich jetzt mache, ist Folgendes. Dieser lange Schlauch muss einmal nach hinten, weil, und das habe ich euch wahrscheinlich auch eben erzählt, weil ich noch im hinteren, oh nee, jetzt hat sie sich gebückt, oh nee, aber ich glaube, da war nichts zu sehen. Ich habe sowieso eine Badehose an, also ist alles nicht so schlimm. Also ganz hinten im Garten, im hinteren Teil, hinter dem weißen Zaun, da reicht der Gartenschlauch nicht hin. Jedenfalls kriegt das nicht hin. Und das erzähle ich euch jetzt da wahrscheinlich auch gerade. Und jetzt muss ich Folgendes machen. Ich muss nämlich... Moment. Ja, ich muss nämlich diesen Gartenschlauch jetzt einmal da so quer rüber und dann versuchen, durch den Zaun zu wässern. So, jetzt seht ihr mich kurz nicht, weil ich da einmal um die Ecke muss und erstmal die Kamera da platziert habe. Ich hoffe, man sieht überhaupt irgendwas. Ich habe noch nicht geguckt. Ah ja, da kriege ich durch die Ecken. Jetzt werde ich diesen Gartenschlauch, ihr seid ungünstig positioniert, ne? Aber egal. jetzt werde ich den Gartenschlauch da durch den Zaun einmal durchstecken. Immer in der Hoffnung, dass dieses Schlangenmittel nicht von mir weggewaschen wird. Aber ihr seht ja gar nichts. Ne, der müsste meine Stimme ertragen. Hilft alles nichts. Gleich seht ihr mich aber wieder. Und da werde ich dann, beziehungsweise mache ich gerade den Schlauch ganz links in der Ecke, irgendwas sieht man da rumoren, glaube ich, halte ich dann durch diese einzelnen Stäbe durch und bewässere quasi die Pflanzen, die hinter dem Zaun sich befinden sozusagen.
Ja, und kannst du jetzt bitte mal wieder vorkommen? Man sieht ja wirklich gar nichts, Mädchen. Mann, das gibt's ja nicht, ne? Ich bin immer noch nicht wieder da. Na gut, warum nicht? Das ist ja eigenartig. So lange hat das nicht gedauert, aber es funktioniert, weil da hinten fahren die Autos. Das Bild läuft also weiter. Na gut, also gleich komme ich da jedenfalls wieder zum Vorschein. Und ja, vom Regen ist dieses Schlangenmittel tatsächlich schon ziemlich abgewaschen. Ich muss das nochmal neu machen. Ah, ich habe mich gesehen. Ah, ganz rechts in der Ecke, da bin ich. Ah, okay, ich habe mich noch nicht gesehen, ich blinde Maus. Genau. Und jetzt bin ich aber auch so weit, glaube ich, fertig, dass ich euch da gleich von mir befreien kann, von diesem Bild, wo man dann doch nicht so wirklich was sieht. Ich glaube, ich laufe jetzt einmal um die Ecke und dann ist auch gleich geschafft. Ja, ich werde den ganzen Kram jetzt einmal zusammenwickeln wieder und oh Leute, bleibt dran. Was dann noch passiert gleich heute, nachdem wir dann runter in den Ort fahren werden, das wollt ihr nicht haben nachts um 12, ne? Oh, ich kann da ja schon mal spoilern. Nicht in diesem Teil, aber um 21 Uhr müsst ihr da unbedingt gucken. Ah, da bin ich wieder. Oh. Da bin ich und ich bin fertig. Ich nehme euch jetzt da weg und erzähle wieder irgendeinen Schwank aus meinem Leben. Erzähle euch, was ich da alles Schönes gemacht habe, wie ich da schön gewässert habe und was ich da alles so Tolles vollbracht habe und wie anstrengend das alles ist. Und ich glaube, jetzt ist der Ton wieder an. So, fertig. Es ist halb 9 oder 5 vor 9, irgendwie so. Ja, das dauert immer. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Runter. Dann kann ich so reingucken. Und gut, und jetzt habe ich Durst. Dann werde ich auch gleich noch was essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Jetzt muss ich was trinken. Und eigentlich würde ich jetzt in den Pool springen. Das Problem ist aber, dass mein Kopf fettig ist und ich nicht meinen Pool dreckig mache damit. Das heißt, ich gehe erstmal duschen und dann in den Pool. Hilft alles nichts. Und dann werde ich was essen. Und ihr müsst ganz dringend an den Akku. Ich kann euch auch noch mal zeigen, was ich alles gemacht habe. So, hier ist alles wieder sauber. Problem war, dass ich da ja alles voller Schlangenmittel hatte. Deswegen musste ich euch auch ausmachen, weil ich mich bücken musste ein paar Mal. Deswegen musste ich das alles hier zum Abfluss und teilweise habe ich das auch da in die Büsche rein geschüttet, damit das da auch noch ein bisschen ist. Ja, hier nehme ich gleich mal die ganzen Dinger weg und dann war das natürlich durch den Regen alles dreckig hier. Hilft ja nichts, ne? Hat ja halt geregnet und deswegen war das mega dreckig. Und ja, hier gehe ich dann immer einmal rum. Hier wird überall einmal dann durchgespritzt, alle Pflanzen. Hier hinten auch. Und das hatte ich euch ja alles schon gezeigt. Der Beweis, alles fresh, überall gespritzt. Naja, und dann bis halt bis da hinten, bis da vorne in dem Vorgarten. Und da habe ich dann auch überall gemacht und getan und gemacht und getan. Wie gesagt, durch den Regen war das alles mega dreckig, aber no problem. Jetzt sind wir fertig. Jetzt werde ich einmal duschen und dann in den Pool und dann essen. Und ja, hier komme ich immer in den hinteren Garten nicht so richtig rein. Der muss ja auch gewässert werden. Mein Mann hat da eine Konstruktion mit dem Schlauch, aber ich bin zu blöd, das da dran zu schließen. Deswegen lasse ich das. Ich habe jetzt teilweise mit einem Eimer bewässert, die Zitronenpflanzen und so, damit das, ja, damit die auch ein bisschen Wasser kriegen. Jetzt werde ich meinen Mann mal interviewen, wie er den hinteren Garten immer macht und wie er den Schlauch da anschließt. Und ich werde das dann nächstes Mal auch machen. Ich habe jetzt immer,
diesen Container, den die Jungs zerschnitten hatten, den habe ich voll Wasser gemacht und dann habe ich die Zitronenpflanzen und so hinten mit der Hand gegossen und dann über den Zaun rüber gespritzt, das Wasser für die großen, ich komme jetzt gerade nicht, Oleander heißen die, glaube ich. Das Problem ist aber, wenn ich das so mache, geht das Schlangenmittel weg, was wir da ja ausgelegt hatten. Das ist jetzt schon durch den Regen ziemlich weggespült, aber da müssen wir nochmal nacharbeiten. Naja, mal gucken, da liegt aber noch. Ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Ja, jetzt gehe ich duschen und wir sehen uns später und ihr geht an den Akku. Der ist aber hier hin. Wir wollen jetzt nochmal nach unten gehen, aber ich finde meine Brille nicht. Das ist ja echt komisch. Was habe ich denn mit meiner Brille gemacht? Ich hatte ja auch noch eine, ne? Aber die ist auch weg. Wenn ich jetzt keine Brille mehr finde, dann kann ich nicht gucken, Leute. Ah, da ist sie. Wer sucht, der findet. Ja, wir wollen nochmal nach unten zu Mahmut Lasch runter in die Stadt und dann nochmal ein bisschen. Einfach ein bisschen rauf und runter gehen, die Geschäfte. Ja, nichts Besonderes. Vielleicht gucke ich noch mal da, wo die Handarbeitsleute ihre Edelsteine verkaufen. Dann gucke ich noch mal, ob ich hier noch mal irgendwie sowas finde für mein böses Auge. Das hätte ich gern noch hier an meine Kette dran gemacht, irgendeinen Edelstein oder so. Ich hatte da letztes Mal was gesehen. Sie hatte mir ja auch was empfohlen, so Halsketten. Da wollte ich noch mal gucken. Ja, mal schauen. Wenn die Jungs dann mal fertig werden würden. Ja, es ist nämlich schon 20 nach 9. Also schon richtig spät. So sehe ich aus. Ready. Und die Jungs sind nicht fertig. Die sind eigentlich viel früher in die Dusche gegangen. Ich habe noch im Pool geschwommen, also ich habe erstmal geduscht und mir den ganzen Salat aus den Haaren gewaschen mit Shampoo. Da bin ich hier im Pool und dann habe ich nochmal geduscht und das ganze Poolwasser rausgewaschen. Ja, ich habe auch zu den Jungs gesagt, um 10:45, 10:30 wird mit Sicherheit das Wasser wieder abgestellt. Also geht jetzt duschen, dann gehen wir nochmal kurz runter und dann einmal rauf, einmal runter und dann ins Bett. Ich jedenfalls. So, jetzt gehen wir wohin? Ich weiß das hier? Ja, ne? Ich glaube, es war hier. Ich habe leider nichts gefunden, weil überall ist Metall mit dran und das mag ich nicht. Das rostet und sieht irgendwann schittig aus. Ich hatte gehofft, irgendwas ohne Metall, so eine Kette oder so, aber das nicht. Zwei, sieben, zwei fast. 1800, so ein kleiner Tisch beim 82 Salle Passade. Der Laden liegt hier auch an dieser Barbarossstraße.
für. Sehen aber auch schön aus, finde ich. 11.000, 12.000 fast. Die Stühle 2,89, wenn ich richtig lese, ohne Brille. 14.000, 15.000. Dieses, die ist auch schön. Oh ja, die ist so eine Ecke. Finde ich schön. Toprach, Erde. Meine Söhne warten da hinten auf mich. Das ist aber lieb von denen. Können wir hier ja mal gucken. Ne? Salle Pazare. Kann nicht lesen, aber ich glaube 6, ne? Mit den Stühlen. Wahrscheinlich, ne? Kann ich nicht lesen, aber wahrscheinlich mit den Stühlen. 4.000. Fast. Die sind auch gemütlich, aber in rosa, ich weiß nicht. Auch 3.488, Labriane. Ganz altmodisch türkisch. Wie kostet denn sowas? 1.689. oder 500 irgendwas, kann ich nicht lesen. irgendetwas aus Holz, oder ist das so eine Nachmache? 2,4 und so kleinere. 400 knapp, 3,99. Küchentische wahrscheinlich. Auch schön, 63.000. So ähnlich wie unser Material hier. 5.800 irgendwas. Tja, sie haben sich dahin gesetzt. Warum auch nicht, ne?